Für alle, die neu sind, das Thema Game Changer beziehungsweise das Thema die 8 Flaschen des Leaderships kommt von einem sehr, sehr bekannten Networker mit dem Namen Mario Reggia. Die Information ist gemixt aus dem Buch, einmal wo ich gelesen habe, Pay the Fucking Price, ein Buch, das ich jedem empfehlen kann, der im Mittelfeld des Network Marketings steckt, der schon ein bisschen ein Team aufgebaut hat, also der jetzt nicht unbedingt ganz am Anfang ist. Und wir bereden heute, wie gesagt, das Thema Nummer 6 beziehungsweise Leadership Flasche Nummer 6, Game Changer für jeden, der die vorherigen Flaschen verpasst hat, beziehungsweise nicht hat, gar keinen Stress. Ihr könnt auf meinen YouTube-Channel gehen, einfach Miguel Fees eingeben, dann kommt mein YouTube-Channel, da ist extra ein extra Channel sozusagen, also ein extra Videobereich, Playlist, genau, wo man die vorherigen Videos alle findet. Okay, sobald die dann fertig sind, werden die noch alle hochgeladen. Und wie gesagt, wir sprechen heute über das Thema Game Changer. Wie gesagt, es ist ein Mix aus meiner Erfahrung und ein Mix aus dem Buch. Jetzt erstmal ganz, ganz wichtig zur Begriffserklärung, was ist mit Game Changer überhaupt gemeint? Im Grunde genommen übersetzt bedeutet Game Changer auf Deutsch, ich glaube das passendste Wort, das man da finden kann, ist Spielwandler. Ist jetzt nicht irgendwas, was man oft benutzt, irgendwie im Alltagsschatz oder so, aber Spielwandler ist darauf bezogen, dass im Network Marketing negative Situationen, negative Informationen, negative Gespräche oder allgemein Negatives gewandelt wird in Positives. Es ist ultra wichtig, vor allem im Network-Marketing-Business, dass man Negativität eigentlich im Grunde genommen im Keim erstickt. Das ist das Ziel. Und genau das ist mit Game Changer gemeint. Für Game Changer oder um ein Game Changer zu sein, muss man ein Mindset-Changer sein. Okay? Game Changer ist eigentlich nichts anderes als das Spiel, das die aktuell, die Situation, die dir aktuell zugeworfen wird von deinem Team, von deiner Upline, von der Firma, von den Produkten, von was auch immer, das zu ändern und das Positive rauszunehmen. Und ich will euch da mal ein paar Tipps geben. Das habe ich in einem anderen Buch gelesen. Das war gerade von Dale Carnegie und heißt irgendwie sowas wie Sorge dich nicht lebe. Ich glaube, das ist der richtige Titel. Und in Sorge dich nicht lebe gibt es eine richtig, richtig geile Anleitung, wie man mit Negativität oder Ereignissen oder schlimmen Ereignissen oder allgemeinen Herausforderungen im Leben umgeht. Dazu werden wir aber nachher ein bisschen mehr sprechen. Wir werden uns jetzt ein paar Real-Life-Beispiele rausnehmen, beziehungsweise allgemein ein paar Beispiele nennen, dass wir ein bisschen so verstehen, was Game Changer heißt und wie man das natürlich ändern kann, beziehungsweise was man da machen kann. Auch ich, das erwähne ich immer, weil viele denken immer, und ich will es immer sagen, weil das leider sehr, sehr scheiße ist, aber viele denken immer, weil ich sowas über sowas rede oder weil ich allgemein solche Themen als Leader anspreche, denken immer viele, naja, ich bin jetzt der heilige Geist irgendwie im Bezug auf das Thema Game Changer. Nein, ich bin auch ein Mensch, ich mache auch meine Fehler. Bitte seht mich nicht so an, weil dann einfach irgendwas dargestellt wird, was überhaupt nicht stimmt. Auch für mich ist jede Flasche, jedes Thema, über alles, was ich spreche, immer eine Tugend, immer eine Sache, wo ich dran lerne, wo ich dran wachse, wo ich auch Fehler dazu mache. Das ist mir einfach nur wichtig, gesagt zu haben. Aber lasst uns jetzt mal auf ein Real-Life-Beispiel eingehen. Zum Beispiel, stellt euch mal vor, ihr habt irgendwie eine Situation im Team, wo manche Leute irgendwie negativ sind und die haben sich jetzt so ein bisschen versammelt. Also es sind jetzt so mehrere, die sagen, hey, das funktioniert nicht, das geht nicht, ich habe keinen Bock, irgendwie fuckt mich das hier ab, das da, bla bla bla, Produkte, komplett, keine Ahnung was. Okay, es gibt immer irgendwas Negatives gibt es immer. Man kann immer zwei Seiten sehen, es gibt immer was Negatives. Und die haben sich jetzt versammelt und da ist jetzt wie so eine Gruppe, die sich halt gegenseitig, ich sag mal eher gegenseitig Begründungen zuschiebt, warum es gerade passt, dass sie negativ sind und nicht einfach positiv sind, so wie alle anderen hasseln. So, und jetzt kann man damit als Upline umgehen. Man kann da verschiedene Dinge machen. Man kann eher so dieses aggressive Leadership machen. Man kann hingehen und sagen, hey, haltet eure Schnauze. Entweder ihr fokussiert euch oder ihr verpisst euch. Sorry für meine Wörter. Das ist so das aggressive Leadership. Dann gibt es halt eher so das ganz passive Leadership, das sagt, hey, interessiert mich nicht, fokussiere mich auf die, die rennen. Kann man machen, außer das Ganze wird ein bisschen zu groß, dann wird es gefährlich, weil Negativität zieht sehr, sehr stark an. Und dann gibt es die Möglichkeit des Diplomaten, also heißt einfach diplomatisch hinzugehen, sich mal die Situation anzuhören, zu gucken, wie man helfen kann und Negatives eben in Positives umwandelt. Okay? Zum Beispiel, sagen wir mal, irgendwie jemand kommt zu euch und sagt, hey, irgendwie funktionieren die Produkte nicht. Okay? Funktioniert, ich mache nur Minus. Okay? Dann ist natürlich erstmal wichtig herauszufinden, was für Produkte benutzt ihr. Und dann ist erstmal wichtig herauszufinden, an was liegt es genau. Liegt es wirklich an den Produkten oder liegt es am Risikomanagement, liegt es am Money Management, liegt es allgemein daran, was für Trades er gesetzt hat oder Stop-Loss oder was auch immer. Weil meistens ist es halt wirklich so, dass halt da ein Fehler gemacht wurde. Okay? Und dass man dann halt einfach schaut, dass man vielleicht sagt, okay, guck mal, ich sehe hier ein paar Fehler. Wenn wir die ändern, dann können wir das vielleicht umwandeln. Und dann wird es eine positive Erfahrung für den Kunden, für den Partner, weil sich jemand Zeit genommen hat,
weil sich jemand das angehört hat und weil jemand gehuckt hat, dass die Negativität unterbunden wird und dass man sich auf Positives konzentriert, dann wird eine Lösung gefunden. Okay? Des Weiteren sagt man im Network Marketing immer, und das ist ein weiterer Tipp, den ich euch geben will zum Thema Game Changer, ist Bullshit immer nach oben, positiv immer nach unten. Also man sagt im Network Marketing Gutes nach unten, Schlechtes nach oben. Okay? Du solltest niemals derjenige Leader sein, der Negativität mit seinem Team besprechen muss. Okay? Also du solltest niemals derjenige sein, der offen anfängt, mit irgendjemandem im Team über den zu reden, über irgendein Produkt oder das passt nicht oder was auch immer. Okay? Das ist einfach kompletter Bullshit, weil wenn du als Autoritätsperson Negativität einbringst, dann weißt du ganz genau, dass es zu 100% wirken wird bei der Person, die unter dir ist, okay? Also imaginär unter dir. Und das ist natürlich sehr, sehr krass. Also heißt Spielwandler, Gamechanger, bezieht sich ganz, ganz stark auf diesen Punkt, Negativität nach oben weiterzugeben und dort zu besprechen und Positivität nach unten weiterzugeben, okay? Und das ist natürlich eine der wichtigsten Dinge. Des Weiteren ist natürlich auch so, dass wir unglaublich darauf achten müssen, beziehungsweise wir müssen dieses Mindset aufbauen, Situationen ins Positive zu verändern. Also sich wirklich zu fragen, hey, was kann ich Positives aus dieser Situation machen? Okay? Kleines Beispiel zum Beispiel, das ich kenne, was ultra smart genutzt wurde, das war jetzt nicht bei uns, sondern es war bei einem Partner, also einem Kollege von mir, der ein anderes Network aufbaut. Und bei denen war das so, und vielleicht erkennen das ein paar Leute, weil die Firma ist ziemlich bekannt, aber auf jeden Fall hat er das so gemacht. Er hat herausgefunden, dass wenn man sich ein Paket kauft, okay, was eigentlich viel, viel weniger kostet, kann man die Produkte nutzen, die auch in einem sehr, sehr teuren Paket drin sind. Okay? Also heißt, er hat das günstige Paket, also nochmal erklärt, sozusagen, man hätte das große Paket kaufen können, hätte die gleichen Produkte gehabt, wie wenn man das kleinere Paket kauft, weniger kauft. Und das ist jetzt natürlich negativ. Ich meine, als Leader würde man sich da aufregen, man würde sagen, ey, was ist das für ein Scheiß, wenn ich jetzt das kleine Paket kaufe. Wie gesagt, das ist nicht bei uns, das ist bei einer anderen Firma. Wenn man sich das kleine Paket kauft, dann hat man genau das Gleiche, wie wenn man das große hat. So, jetzt kann man da rumrollen, man kann sagen, ey, das fuckt mich ab, jetzt nimmt jeder bei mir das kleine Paket und warum soll das und please, das, bla, bla und keine Ahnung was. Und er hat was ganz Smartes gemacht. Er hat nicht rumgeheult, sondern er hat eine Promotion draus gemacht. Er hat eine Promotion draus gemacht und hat gesagt, hey, du kannst jetzt für weniger Geld starten und bekommst genau die gleichen Produkte wie in einem Elite-Paket und das haben nur wir als Team hier in Land XXX. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, der ist um 1000 Leute in einem Monat gewachsen. Das ist die gleiche Situation. Eine Lösung wäre gewesen, zum Corporate zu gehen und rumzuheulen oder seine Upline vollzuheulen und zu sagen, ey, das kotzt. Natürlich muss man sowas regeln, aber in dem Moment hast du immer zwei Möglichkeiten. Das ist möglich. Entweder du heulst rum und sagst, hey, das fuckt mich jetzt ab und deswegen mache ich jetzt weniger, die sollen es erstmal fixen. Oder ich mache eine Promotion draus und wachse um 1000 Leute. Das ist Game Changer. In Situationen, die vermeintlich nicht zu ändern sind oder beziehungsweise vermeintlich nicht zu bessern sind oder sehr negativ sind, in etwas Positives umzuwandeln und zu gucken, was man daraus machen kann. Okay? Das ist mal so ein kleines Beispiel. Weiß nicht, ob ihr auf die Idee gekommen wärt, okay, das so zu machen. Die andere Sache, und da will ich jetzt mal ein bisschen an eurem Mindset arbeiten, beziehungsweise euch da ein paar Tipps geben fürs Mindset, wie man das allgemein, dieses Verständnis aufbauen kann, beziehungsweise allgemein mit so einer Situation umgeht. So, die meisten Menschen, die ein Problem haben, machen was ganz, ganz gerne, wenn sie dieses Problem haben. Mal kurz in den Chat schreiben. Das kennt jeder von euch. Das lieben die Leute. Vor allem sagt man immer gerne, die Deutschen machen das immer ganz, ganz, ganz gerne. Was machen diese Leute? Die gehen. Immer zu anderen, genau. Die gehen immer zu anderen, die sprechen, die erzählen jedem das Problem. Das ist Konversationsthema Nummer 1. Ja, Upline-Nerven meinte ich jetzt in dem Fall gar nicht so. Ich rede jetzt mal von Leute außerhalb des Networks. Aber wenn Menschen ein Problem haben, okay, aber auch das Team, darauf kommen wir auch noch, dann reden die immer gerne darüber. Die suchen sich Leute, die sich damit dann identifizieren können, wollen eine Bestätigung haben und so weiter. Aber ich will allgemein mit euch mal 3 Punkte besprechen, wie man eben mit Negativität bzw. mit Situationen im Leben umgeht. Und zwar das Erste ist immer die Frage, was ist wirklich das Problem?
die Leute reden die ganze Zeit drüber, aber keiner stellt sich wirklich die Frage, was ist wirklich das Problem, beziehungsweise was ist die Aktion? Weil die Reaktion, die spürst du gerade. Die Reaktion ist zum Beispiel, dass du kein Geld hast. Die Reaktion ist zum Beispiel, dass jemand das und das über dich sagt. Die Reaktion ist zum Beispiel, dass dein Team nicht wächst. Die Reaktion zum Beispiel ist, dass dein Trading-Konto Minus ist. So, und jetzt hast du eine Möglichkeit. Jetzt kannst du dir Leute suchen, die auch im Minus sind und den ganzen Tag drüber reden, wie es euch abfuckt, dass ihr im Trading im Minus seid. Oder du stellst dir als erstes die Frage, was ist wirklich das Problem, beziehungsweise was ist die Aktion? Okay, wo kommt das her? Weil ich spüre die Reaktion und die Menschen reden immer nur über die Reaktion. Oh, ich habe das und oh, mein Knie tut so weh und das und keine Ahnung was. Aber was ist die Aktion, woher kommt das? Okay, also sich wirklich zu identifizieren, was ist das Problem? Und das ganz genau zu identifizieren und auszuschreiben, beziehungsweise so, dass ihr ganz genau wisst, hey, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich im Trading Minus mache, weil ich das SK-System noch nicht so lange gelernt habe, noch Risikomanagement-Probleme habe und Setups eingehe, obwohl es gar keine richtigen Setups sind und im Sequelizer nicht drin sind. 3 Punkte. So, okay, einfaches Beispiel. Jetzt wieder im Real Life, also in normalen Situationen, die euch passieren. Die zweite Frage, was ist das, Schlimmste, was passieren kann? Also egal in welcher Situation im Leben, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Was ist das Allerschlimmste, was passieren kann? Weil wir umkreisen, wenn wir eine Situation oder ein Problem haben, umkreisen wir immer nur so ein bisschen, was das Schlimmste ist, was passieren kann. Und die ganze Zeit kommt, oh, ich kann das verlieren und das passiert und das und das und das. Aber wir stellen uns nie wirklich die Fragen, was ist das Schlimmste, was wirklich passieren kann? Also zum Beispiel jetzt, wenn machen wir mal ein ganz blödes Beispiel. Was ist das Schlimmste, was jetzt passieren kann, wenn ich meine Miete nicht mehr zahlen kann? Einfach mal das Beispiel, das ist ein dummes Beispiel, aber was ist wirklich das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich meine Miete nicht mehr zahlen kann? Kann ich zu meinen Eltern, kann ich zu einer Freundin, kann ich zu einem Freund? Was kann ich machen? Okay? Oder zum Beispiel jemand hat Geldprobleme, dann redet er die ganze Zeit nur darüber, ich habe Geldprobleme, ich habe kein Geld, Anstatt sich mal wirklich die Frage zu stellen, woher kommt das, warum habe ich kein Geld? Und dann sich die Frage zu stellen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Was ist wirklich das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich gar kein Geld zum Beispiel hätte? Und dann kommt im Grunde genommen die Akzeptanz. Es zu akzeptieren, dass das ist das Schlimmste ist, was passieren kann. Zum Beispiel, ganz kleines Beispiel, ihr least euch ein Auto, ein teures Auto, ihr könnt es euch zum jetzigen Zeitpunkt leisten. Jetzt habt ihr auf einmal weniger Geld. Okay, Trading läuft nicht, der Rang läuft nicht, ihr wurde vom Job gekündigt, keine Ahnung. So, und jetzt habt ihr die ganze Zeit Angst, scheiße, ich habe kein Geld, scheiße, ich muss mein Leasing wahrscheinlich kündigen, was ist, fuck, ich muss mein Leasing, ich brauche mehr Geld, was denken die Leute von mir, wenn ich mein Auto zurückgeben muss, das ich überall auf Instagram gezeigt habe, was passiert da, was passiert hier, was sagen die über mich, oh mein Gott, wie peinlich und bla bla bla. Das ist das, was die meisten Menschen im Kopf haben. Jetzt muss man sich aber erstmal die Frage stellen, was ist wirklich das Problem, woher kommt das? Okay, wenn ich meine Leasingrate nicht zahlen kann, heißt es, ich verdiene zu wenig Geld, beziehungsweise ich habe gerade eine Situation, wo zu wenig Geld reinkommt, was kann ich jetzt machen? Okay? Aber bevor du das machst, stellst du dir erstmal die Frage, was ist wirklich das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du das Auto abgeben musst. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du anrufen musst und sagst, hey, scheiße, es tut mir verdammt leid, ich kann das nicht mehr zahlen, ich muss das Auto zurückgeben. Und das dann als drittens zu akzeptieren und dann im Grunde genommen, das wurden wir schon bei Schritt 1 erklärt, ist einfach eine Lösung zu suchen. Aber dadurch, dass du mal wirklich komplett da reingehst und dir die Frage stellst, was ist das Schlimmste, was passieren kann, kann ich das akzeptieren oder akzeptiere ich das, dann eine Lösung zu suchen. Weil dann nehmt ihr diese Angst, kennt ihr das, wenn ihr irgendwas, ich hatte das früher voll oft, wenn ich zur Polizei, also oft, aber ab und zu mal zur Polizei musste oder so ein Scheiß, dann hat man die ganze Zeit so ein komisches Bauchgefühl, kennt ihr das? Und ich hatte das jahrelang noch danach, jedes Mal ist ein Polizeiwagen an mir vorbeigefahren, ich schwöre bei Gott, dieses komische Pflaumengefühl im Bauch, so keine Ahnung, ganz komisch, ganz weird. Oder zum Beispiel, wenn ihr eine Prüfung habt, Autoprüfung, ganz genau das gleiche Beispiel, ich konnte nichts essen, die ganze Zeit so ein flaues Gefühl im Bauch. Oder zum Beispiel Abitur schreiben oder was auch immer. Oder ihr müsst zum Chef und irgendwas beichten oder ihr habt irgendwas, keine Ahnung, irgendwas ist passiert. Das Gefühl kennt doch jeder mit der Polizei. Okay, perfekt, danke. Dann bin ich hier nicht der einzige Verbrecher. Also das Gefühl kennt jeder von uns. Und dieses Gefühl bekommt ihr in solchen Situationen nur weg, wenn ihr euch die Frage stellt, was ist das Schlimmste, was passieren kann, und das zu akzeptieren und dann eine Lösung zu finden. Weil die meisten Menschen sind so paralysiert, weil sie noch nicht ausgemalt haben, weil sie sich noch nicht darauf fokussiert haben, was das Schlimmste, was passieren kann und dass ich das akzeptieren muss, können die gar nicht anfangen zu agieren, weil du viel zu emotional drin bist. Und genau das Gleiche ist es im Business auch. Wenn irgendeine Situation ist, irgendwas passiert, wenn irgendwas nicht passt oder wenn irgendjemand zu euch kommt oder euch triggert oder sowas,
dann fragt euch, woher kommt es? Was ist das Schlimmste, was jetzt passieren kann? Dann akzeptiere ich das und dann finde ich eine Lösung. Weil du bist ja Vorbild, du weißt ja, was Schlimmste, was passieren kann. Weißt du, ganz dummes Beispiel, bei mir war es zum Beispiel damals, als ich 14, 15 war oder so, haben wir Sachbeschädigung begangen, okay? Und jetzt haben wir uns die Polizei erwischt halt, hat gesagt, okay, hey, wir müssen zum Polizeirevier, Aussage, keine Ahnung was. Die wussten aber schon, dass wir es waren, da gab es schon genug Zeugen, keine Ahnung was. Hab's dann auch direkt zugegeben, weil ich keinen Bock hatte, da jetzt herumzumachen, aber einfach gesagt, ja, wir waren's. Und natürlich wartet man, fragt man sich jetzt, hey, was passiert? Man fängt an zu fragen, hey, was ist, du suchst ja Leute, die das Gleiche gemacht haben, du fragst, hey, was hast du gemacht, was ist bei dir passiert? Dann haben ein paar Leute haben mal gesagt, Schadensersatzzahlung, manche haben gesagt, du musst, wie heißt es nochmal, diese Sozialstunden da machen, andere haben gesagt, keine Ahnung, das und das. Und natürlich machst du dir da voll die Hektik, so, du stellst dir vor, so, scheiße, was kann passieren, komme ich in den Knast, muss ich so und so viel Geld zahlen? Und dann sucht man einfach danach, okay, man guckt, hey, was ist das Schlimmste, was da passieren kann? Man akzeptiert es, okay, Akzeptanz heißt, ich kann maximal 25 Sozialstunden bekommen, dann gehst du dorthin und dann suchst du eine Lösung. Ganz einfach, weil es kommt doch tausendmal besser, wenn du zu der Polizei gehst und sagst, hey, ich habe akzeptiert, dass das meine Strafe sein könnte, es tut mir unglaublich leid, wird nicht mehr vorkommen, lass uns zusammen eine Lösung suchen. Da gibt es zwar leider nicht so viele Lösungen, weil das alles Gesetz ist, aber glaub mir, es wird trotzdem besser funktionieren, als wenn du dich dorthin setzt und sagst, oh mein Gott, ich weiß nicht, was passiert. Und oh. Genau das Gleiche ist im Business auch. Dieses Paralysiertsein von Problemen, dieses Paralysiertsein von Mangel des Geldes, Mangel des Selbstbewusstseins, Mangel des. Und das ist immer das Gleiche. Und das ganze Buch geht eigentlich nur um diese 3-4 Schritte. Das war's. Das ganze Buch geht eigentlich nur... Genau, Dale Carnegie, Sorge dich nicht lebe. Das ganze Buch geht einfach nur darum. Und seitdem ich das habe, kann man unglaublich ruhig schlafen. Wirklich, weil es einfach ein übertrieben krass hilft. Und genauso ist es im Business auch. Stell dir mal die Frage, wie kann ich die Situation vom Negativen ins Positive ändern? Dafür musst du aber erstmal dir die Frage stellen, woher kommt es? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Akzeptiere ich das oder kann ich das akzeptieren? Und dann suche ich eine Lösung. Einfache Geschichte. Und es wird euer Business komplett ändern und euer Leben ändern. Und das funktioniert nicht von heute auf morgen. Ihr geht jetzt nicht morgen raus und sagt, hey, easy, ich habe da jetzt gestern im Call von Miguel, im Nugget Call gelernt, ich muss jetzt Game Changer, ich muss alles ändern. Leute, auch mir passieren Dinge, welche mich aus der Bahn werfen. Das passiert jedem Menschen. Und es wird auch immer schwieriger, umso höher dein Level wird. Aber wenn du diese Nuggets hast, wenn du dir wirklich immer die Frage stellen kannst, was ist das Schlimmste, was passieren kann, kann ich das akzeptieren? Damals mit meinem Auto. Ich wurde geblitzt, viel, viel zu schnell. Ich wusste, dass mein Führerschein weg ist. Warum? Weil ich geschaut habe. Und ich habe gesagt, okay, scheiße, ich muss das akzeptieren. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe so gelegt, dass ich meinen Führerschein abgebe, wenn ich 2 Wochen in Miami bin und danach nochmal eine Woche in Dallas. 3 Wochen von 4 Wochen war ich gar nicht da. Eine Woche war ich da, Führerschein war dann direkt eine Woche später da. Versteht ihr, was ich meine? Weil du machst ja einfach viel zu viel Stress in der Situation, wenn du nicht ganz genau abcheckst, wie du das Ganze lösen kannst, okay? Das ist sehr geil. Wollt ihr mal in den Chat schreiben, was ihr zum Beispiel für Beispiele habt, die euch einfallen oder aktuell sogar Situationen, wo ihr dieses Game-Changing anwenden könnt oder gebt mir mal zum Beispiel mal Probleme, okay? Vielleicht beschreibt ihr einfach mal ein paar Probleme, die ihr aktuell habt oder Schwierigkeiten und dann lasst uns mal schauen, ob wir dadurch einen Game-Changer erreichen können, okay? Einfach mal von euch ein paar Beispiele. Es können auch gerne, wenn ihr euch freischalten lassen wollt, also ich kann euch gerne entstummen, ihr müsst mir einfach nur kurz in den Chat schreiben, einfach kurz hier, dann entstumme ich euch und dann können wir mal auf ein paar Beispiele eingehen. Das wäre ultra geil, weil mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Ich meine, Game Changer ist ziemlich einfach, das kann man mit einem Satz sagen, Spielwandler. Negatives in Positives umwandeln. Deswegen, wenn ihr da welche habt oder allgemein jemand mal berichten will, er muss es ja nicht ausführlich machen, dann let's go, dann lasst uns mal ein paar Beispiele machen. Das Gefühl kennt doch jeder mit der Polizei. Kein Job wegen Corona. Ich habe mit Arbeitslosengeld 1 nach Abzügen Fixkosten noch 90 Euro im Monat übrig. Okay, also Problematik. Gehen wir das mal zusammen durch. Also ihr könnt es mal im Chat nachlesen. Auf jeden Fall unglaublich geil, dass du so ehrlich mit uns bist und dich auch öffnest und das auch wirklich sagst. Ich weiß jetzt leider nur nicht, was dein Name ist, wie dein Name ist. Imak, denke ich, oder? Weil es deine E-Mail ist. Ich glaube, Imak. Matthew. Okay, Matthew, geil, perfekt. Easy. Also wie gesagt, danke, dass du so ehrlich bist.
Jetzt machen wir das mal nach genau diesem Schema. Okay, machen wir das mal genau nach diesem Schema. Lassen wir uns das mal hier stehen und dann nehmen wir mal für dich ein neues und schauen uns erstmal, was ist Schritt Nummer 1? Schritt Nummer 1 ist, was ist wirklich das Problem? Was ist Matthew sein wirkliches Problem, wenn ihr das jetzt lest? Ich lese es nochmal vor. Kein Job wegen Corona, ich hab Arbeitslosengeld, kein Job wegen Corona, ich habe mit Arbeitslosengeld 1 nach Abzügen Fixkosten noch 90 Euro im Monat übrig. So, also erste Frage, woher kommt das Ganze, was ist wirklich das Problem? Was ist die Aktion, weil die Reaktion erlebt er gerade? Was würdet ihr sagen? Okay, das Problem, ja, sehr offensichtlich, zu wenig Geld. Arbeitslosengeld. Sammeln wir mal die Probleme. Sammeln wir mal wirklich, was das Problem ist. Was ist hier das Problem? Woher kommt das so? Und ich sag immer, beschäftigt euch immer mit einer Ebene tiefer, nicht mit der ersten Ebene. Die erste Ebene ist zu wenig Geld, Arbeitslosengeld. Das wissen wir ja, Job, okay. Job ist geil, weiß nur nicht, in welche Richtung du damit willst, Sarah. Also was du ganz genau damit meinst. Kein zusätzliches Einkommen. Jo, jetzt wird es langsam spannend. Das ist das, was ich meine. Nämlich eine Ebene tiefer. Kein passives Einkommen. Kein Job. Verlustangst. Ja, das kommt sicher auch jetzt. Beziehungsweise ist wahrscheinlich schon da. Hilflos. Ja. Kurzarbeit. Ja. Selbstzweifel, ja. Ja, das ist alles gut, das ist alles gut. Ich weiß schon, was ihr meint. Das ist jetzt das Problem. Aber woher kommt das Ganze? Okay, Corona. Man könnte jetzt sagen, ey, Corona ist dran schuld. Jetzt könnte Matthew draußen rumlaufen und sagen, ey, fuck Corona, scheiß Corona. Wegen dem bin ich jetzt pleite, deswegen habe ich jetzt kein Geld mehr, deswegen habe ich jetzt Selbstzweifel, alter Corona. Und dann schaut man sich noch Corona-Nachrichten an und dann trifft man sich im Corona-Verschwörungsclub und redet noch mehr über Corona. Das ist geil. Um bei Covera zu sein, habe ich mir übrigens das Geld geliehen. Ich will ja was ändern. Sehr, sehr geil. Äußere Einflüsse, klar, aber jetzt könnte man sagen als Mensch, oh, äußere Einflüsse, ich bin ja nur ein Mensch, ich kann ja nichts verändern. Klar sind Naturgesetze immer stärker, aber trotzdem kann man sie ändern, man kann sie wandeln. Genau, er muss für die Situation 100% Selbstverantwortung übernehmen. Sehr, sehr geil. Also ich würde sagen, das Ganze ist eine Kombination aus 100% Verantwortung. Immer, egal in was im Leben, es bringt dir nichts, die abzugeben, weil dann bist du in der Opferhaltung. Immer sehr, sehr wichtig. Shit, warum kann ich nicht mehr schreiben? 100% Verantwortung und das Thema Job. Ich sag, für mich sind das persönlich das Problem. Problem Nummer 1 ist, und das ist meiner Meinung nach das Tiefste im Job. Er muss über die Situation 100% Selbstverantwortung übernehmen. Ich kann auch quatschen, wenn ich entstummt werde. Yes, ich suche dich gerade mal raus. Wo habe ich dich? Perfekt. Yo, Audio ist ein. Hörst du mich? Ah, jetzt. Warte mal. Jetzt muss es gehen. Hörst du mich? Ja, hörst du mich? Oder hört ihr mich? Was geht, alles klar? Ja, geht so, mein Leben. Könnte besser sein, aber läuft. Perfekt. Geil. Lass uns mal das zusammen durchgehen. Also, was würdest du sagen? Was ist wirklich bei erstens hinzuschreiben, für dich jetzt persönlich? Was jetzt für mich das größte Problem an der Sache ist, oder wie? Ja, eher viel mehr, klar. Das Problem ist eben das, was wir ja gerade aufgezählt haben eigentlich. Du kannst gerne mal wiederholen, was für dich jetzt deine Probleme sind. Mach das vielleicht mal und dann gehen wir noch mal eine Ebene tiefer und das, worauf ich eigentlich hinaus will. Also seitdem du jetzt gehört hast, okay, scheiße, ich habe Arbeitslosengeld 1, ich habe keinen Job mehr, ich habe 90 Euro übrig. Was sind deine Gedanken, was sind deine Gefühle, was sind Dinge, die dich gerade beschäftigen, was sind deine Probleme? Es beschäftigt mich jetzt erstmal, dass ich man nie sicher sein kann beim Amt, ob die da noch wirklich zahlen, auch wenn die zahlen müssen. Ich hatte schon mal so eine ähnliche Situation und da musste ich ein halbes Jahr lang warten und da ist das auch nur Gott sei Dank durch Freunde und alles Mögliche schaffbar gewesen, aber ansonsten habe ich halt nur Angst,
dass ich nicht meiner Mutter ausreichend helfen kann, weil die kann nicht mehr arbeiten und ich kümmere mich halt um die. Mhm. Und ja, dass ich irgendwie nichts Gescheites mehr finde irgendwie, weil es ist halt, wie gesagt, ich hatte vorhin schon mal Perspektivlosigkeit reingeschrieben, weil selbst die ganzen Sachen, die du als Vorschläge vom Arbeitsamt kriegst, du bewirbst dich da und dann sagen die, ja, tut mir leid, wir stellen niemanden ein wegen Corona. Und ich denke dann, warum schickt mir das Arbeitsamt, welche will die eh niemanden einstellen? Ja, das ist so einfach nur, dass ich nicht aus dieser Abwärtsspirale rauskomme. Das ist im Moment so mein größtes Ding, glaube ich. Dass ich da halt einfach nicht weiß, was ich machen soll. Dass ich kein passives Einkommen habe, das weiß ich, das will ich ja gerne ändern. Mhm. Und ja, das erstmal so als größten Mankos erstmal, die ich jetzt so vorzuweisen hätte. Mhm, klar. Ich glaube, dass bei Punkt Nummer 1, also was ist wirklich das Problem, ist allgemein, wenn du sagst, also ich will nicht über dich urteilen, ich kenne deine Geschichte auch gar nicht, wenn irgendwas falsch ist, korrigiere mich bitte, aber wenn du sagtest, du hattest schon mal so eine Situation, dann glaube ich, dass das größte Problem ist, dass du darauf vertraust, beziehungsweise dir beigebracht wurde, darauf zu vertrauen, dass der Job passen wird. Dass der Job das ist, was du brauchst. Dass der Job dir die Sicherheit gibt, dass der Job gemacht werden muss, dass jeder einen Job haben muss, um das Geld zu verdienen und dann ist alles klar und der Staat kümmert sich drum. Aber wie wir sehen... Ja, so wird einem das ja ganz indoktriniert irgendwie von Fernsehen und Lehrern und Eltern. Also heißt... Das größte Problem, natürlich, wir können da 5 Kästchen nebeneinander aufmachen und uns fragen, hey, warum haben wir jetzt Angstgefühle, was kann das Schlimmste passieren, ist alles logisch. Aber ich glaube, wir müssen richtig zurückgehen und zwar, das größte Problem ist, dass Menschen darauf vertrauen, dass der Job ihnen helfen wird. Und dann kommt eine Corona-Krise und alle sind gefickt. Fakt. Also heißt, und du gehst ja schon den richtigen Weg, du willst ja schon was ändern, okay? So. Wenn wir uns aber jetzt die Frage stellen, Vertrauen, Job und das Akuteste, was du ja gesagt hast, dein akutestes Problem ist ja Geld aktuell, oder? Und ja, einfach, dass halt echt wenig bleibt. Also ich hatte halt vorher viel mehr und muss halt jetzt, also es reicht kaum fürs Essen und eigentlich will ich halt meine Mutter noch unterstützen und das ist das, was mich stört. Das Geld für mich ist nicht mal wichtig. Also ich von mir aus verzichte ich auch 2 Wochen aufs Essen. Das ist mir ganz egal, ich will mich nur um meine Mom kümmern können. Mhm. Okay, machen wir mal das Thema Geld. Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du kein Geld hast? Hast du gerade gesagt, dass du deiner Mutter nicht helfen kannst. Genau, dann kann ich die Miete für meine Mutter nicht mehr mitbezahlen und dann müsste sie auf die Straße. Und ich dann wahrscheinlich auch. Also heißt, sie wohnt nicht mit dir zusammen, sondern woanders? Die hat woanders gewohnt. Ich habe sie extra zu mir geholt, dass ich mich um die kümmern kann, weil die zu weit weg gewohnt ist, hat und ich selber da nicht jeden Tag hinfahren konnte. Das wäre zu weit gewesen. Also heißt, sie wohnt jetzt mit dir zusammen, oder wie? Ja, genau. Okay, also heißt, ihr zusammen zahlt halt die Miete und wenn du halt kein Geld hast, kannst du die Miete nicht mehr zahlen und dann müsst ihr die raus. Genau. Okay. So, jetzt ist die Frage, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du die Miete nicht zahlen kannst und dass du rausgeworfen wirst, richtig? Genau. Hast du schon mal weitergedacht, als das, was dann passieren würde? Außer dass meine Mutter nicht auf der Straße sitzen würden. Wie gesagt, ich mache mir jetzt um mich wirklich die wenigsten Sorgen. Ich bin schon immer irgendwie durchs Leben gekommen. Das ist nicht das Ding. Nur wenn ich mich sagen wir mal wirklich, ich klopfe morgen an der Tür, sorry, dass ich unterbreche. Ich klopfe morgen an der Tür und sage, ihr müsst raus. Was wäre der nächste Schritt? Ich müsste mich erst mal um irgendwas für meine Mom kümmern. Ich würde einfach gucken, dass ich irgendwie Geld besorge, keine Ahnung, irgendwas verkaufe, was mir noch gehört, mein letztes Hab und Gut, dass sie irgendwie unterkommt. Okay, was würdest du verkaufen? Was ist denn ein paar Euro wert? Die PlayStation 4, mein Laptop. Ja. Und dann hört es auch eigentlich schon, ich habe eine Magic-Kartensammlung, die ist vielleicht noch. Also PlayStation, was noch? Ja, wie gesagt, eigene Karten, Computer, PlayStation. Mehr habe ich nicht, was irgendwas wert ist. Okay, PlayStation, PC und was für Karten? Ich habe es nicht gehört. Magic-Karten. Das hat man früher mal gesammelt. Dafür seid ihr alle zu jung, aber... Hättest du Yu-Gi-Oh!-Karten, hätte ich sie gekauft. Also verkaufen. PlayStation, PC und Magic-Karten. Okay, also das ist dein Wert. Was denkst du, wenn du das alles verkaufen würdest, wie lange könntest du dann länger in der Wohnung leben? Nur die Miete zahlen, wenn ich die Karten so loskriege, 3 Monate. Also nur, wenn du die Karten loskriegst, 3 Monate? Nein, die Karten sind nur 2 Monate. Okay, aber alles zusammen halt dann in dem Fall, meinst du jetzt? Ja. Okay, was passiert, wenn du das gemacht hast und die Karten und alles ist verkauft und was wäre die nächste Idee?
um Geld für die Miete aufzutreiben, sodass ihr da drin wohnen könnt, ihr einigermaßen essen könnt und überleben könnt? Ich würde alle möglichen Knechtarbeiten für irgendjemanden machen in der Gegend, den ich kenne. Das klingt jetzt ein bisschen krass, aber jetzt nicht in sexueller Hinsicht, aber ich würde mich dann schon für alles Mögliche prostituieren. Sei es jetzt, keine Ahnung, Kaugummis vom Boden wegkratzen oder sonst was. Mhm. Ich würde einfach alles machen. Okay, also Arbeit jeglicher Form. Was ist, wenn du keine Arbeit bekommen würdest? Also gar nicht. Egal, was du machst, selbst wenn du... Keine Ahnung, selbst wenn du... Du machst gerade meinen Kopf ganz schön kaputt. Ich habe gesagt, du machst gerade meinen Kopf ganz schön kaputt. Ich hab so schon durch das Ganze echt voll mentalen Stress und das Ganze, diese Szenarien jetzt noch in meinen Kopf zu prügeln, ist schon was. Das muss sein, weil wenn du es einmal durch hast, dann kannst du es nachher akzeptieren und dann fühlst du dich in der Situation oder in der Situation, die jetzt kommen wird, beziehungsweise in den nächsten Tagen und Wochen besser, weil du weißt, egal was passiert, es gibt Unterstufen. Wir müssen das jetzt nicht machen, bis du 10 Pläne hast, aber du sollst mal mindestens 1, 2, 3 Pläne haben, dass egal was passiert, dass du trotzdem weißt, scheiße, aber ich weiß, was ich zu tun habe. Ja, aber dann wüsste ich echt nichts mehr. Ich hätte kein Hab und Gut mehr und wenn ich selber keinen Wert mehr besitze, sprich meine Arbeit nichts mehr wert ist, dann keine Ahnung, das war's. Mhm. Kein Continuum mehr. Für was werden Menschen denn bezahlt? Ach, für ihre Zeit. Ja, für was noch? Arbeitsleistung. Und wie kann man das, genau, Mehrwert, ich sag Mehrwert dazu. Meine Leistung ist jetzt, ich schraube irgendwas oder so, aber ich weiß schon, was ihr meint. Mehrwert, Leistung ist das Gleiche. Also wir werden als Mensch bezahlt als Mehrwert. Als Mehrwert werden wir bezahlt, okay? Also heißt, wenn ich zum Beispiel Wissen habe, wie ich euch jetzt Wissen gebe, dafür werde ich bezahlt. Was war dein Beruf zuvor? Kaufmännischer Angestellter in einem orthopädischen Fachgeschäft. Okay, und warum wurdest du bezahlt von deinem Chef? Damit ich das tue, was ich am besten kann, verkaufen und mich gut um Kunden kümmern und damit er mehr Geld hat. Okay. Damit ich für den Job mehr Geld generiere. Mhm. Kennst du aktuell, wenn du sagst, deinen Mehrwert, und das ist sehr, sehr wichtig, wenn man sich diese Frage stellt, woher kommt das Problem, okay, und was ist das Schlimmste, was passieren kann, ist sich die Frage zu stellen, was kann ich? Und du hast gesagt, du bist Verkäufer. Kennst du aktuell irgendjemand oder in deiner Umgebung oder irgendein Geschäft, irgendeinen Freund, irgendeine Möglichkeit, außer jetzt Covera, wo man verkaufen kann und dafür Geld bekommt, jetzt zu der aktuellen Zeit, wo Menschen noch arbeiten und Geld verdienen? Nicht verkaufen. Das Einzige, was man machen kann, ist bei Lidl Regale auffüllen, aber das kann man auch nicht auf eine gezielte Filiale. Also bei uns in der Nähe suchen die halt gar nichts. Mhm. Und ich bin leider doof gewesen. Es geht erstmal nicht ums Suchen. Es geht erstmal nicht darum, ob es aktuell eine Anfrage dafür gibt, ob die Leute suchen. Aber kennst du irgendjemand, der als Verkäufer gerade noch arbeitet und Geld verdient? Irgendein Geschäft. Die Leute, die halt noch mit mir zusammen in dem Laden gearbeitet haben. Okay, außer von die, es wird wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, dass dein Chef dich dann eben wieder einstellt, wenn du gerade rausgeworfen wurdest. Auf jeden Fall, ich habe die auch auf Schadensersatz verklagt und gewonnen. Also insofern, die stellen mich nicht nochmal ein. Okay. Wann kriegst du das Geld? Das dauert eine Weile, oder? Nee, ich habe das ging alles ziemlich schnell, aber ich habe auch einen ziemlich teuren Anwalt. Dann hat der Fiskus sich auch noch was geholt. Also ich habe 33% von dem Geld, was ich kriegen sollte, durfte ich selber behalten. Okay. Und trotz dessen, dass du das Geld hast, hast du trotzdem jetzt die aktuelle Situation, dass dir 90 Euro übrig bleiben, plus das, was du noch auf der Seite hast. Das Problem ist, ich bin bei einer Sache all-in gegangen und wenn ich ein bisschen mehr Ahnung gehabt hätte und das Timing besser abgepasst hätte, hätte ich jetzt sehr viel Geld. Ich habe gewartet, habe mein Geld nicht rausgezogen und jetzt bin ich bei plus minus null. Naja, eigentlich sogar ein bisschen im Minus. Mhm. Okay, also ich hoffe, es war nicht traden. Nein. Ich habe Tokens gekauft. Die sind innerhalb von 3 Wochen von 20 Cent auf 1,70 Dollar hochgegangen. Ich habe nur nicht verkauft zu dem Zeitpunkt. Oh, da würde ich dir meinen neuen Podcast empfehlen, da rede ich nämlich genau darüber. Genau das gleiche Beispiel, was ich heute gesagt habe. Menschen investieren Kohle und verlieren alles, weil sie gierig werden. Naja, egal, machen wir weiter. Mehrwert. Wir Menschen werden für Mehrwert bezahlt. Was ich dir als Tipp geben könnte, Schritt Nummer 1 wäre, du verkaufst das, was du gerade gesagt hast. Okay?
Schritt Nummer zwei wäre, du arbeitest jegliche Form, beziehungsweise da kommen wir eigentlich zu dem Mehrwert allgemein in die Frage. Jetzt erstmal, könntest du akzeptieren, dass du deine Karten, deine PlayStation und alles, was du hast, verkaufst? Ja, mental habe ich mich von solchen Sachen schon getrennt. Also ich bin sowieso ein Mensch, der, wenn er nichts an der Sache ändern kann, dann heule ich auch nicht rum. Damit habe ich kein Problem. Okay, also heißt, du wärst bereit, das zu verkaufen, damit Geld zu haben und dann irgendwie 3 Monate nochmal länger Miete zu kaufen? Ja. Perfekt, geil. Dann die nächste Step, Mehrwert allgemein. Was ich machen würde, wenn ich in deiner Situation wäre, Bro. Ich würde schauen, dass ich Leute finden, die das machen, was ich gerade mache. Ich würde dorthin gehen und sagen, ey, ich arbeite für dich eine Woche oder allgemein, ich arbeite für dich kostenlos und du reißt dir so heftig scheiße den Arsch auf, bis der Chef merkt, fuck, Alter, das ist so ein kranker Typ, der will es wirklich haben, dann kriegst du den Job. Das wäre, was ich machen würde, no joke. Egal in welcher Situation, wenn es keinen Job mehr gibt, wenn mich niemand anstellen würde, was auch immer, ich würde irgendwo anrufen, in dem Bereich, wo ich gut bin, und würde sagen, ich komme und arbeite kostenlos für dich. Egal was. Toiletten putzen, scheißegal was. Und wenn du dann richtig Gas gibst, Bro, weil es geht im Leben immer nur um eine Sache, es geht immer nur darum, Karma aufzubauen, es geht immer nur darum, Value zu bieten, es geht immer, wir werden alle dafür bezahlt, weil wir Value geben. Klar, wir Menschen, für uns ist halt so eine Sache von, wir geben Zeit und wir müssen Zeit abgeben, keine Ahnung, wir werden am Ende des Tages für Value bezahlt. Und es tut mir leid, dass ich dir das sagen muss, aber du bietest anscheinend zu wenig Mehrwert in dem Markt, dass dein Chef dich behalten kann. Und dann natürlich hat es auch nochmal mit anderen Leuten zu tun, die vielleicht länger dabei sind oder du oder was auch immer, vielleicht hat er so oder so einen Hass auf dich oder keine Ahnung was oder mit der Corona-Krise. Aber Fakt ist, the law of compensation sagt, dass Menschen, du musst erstens in etwas richtig gut werden und darin richtig der Profi werden, zweitens musst in dem Bereich sehr, sehr viel Mehrwert geben und drittens, du musst unersetzbar sein. Und das ist halt das, in jedem klassischen Job kann man dich einfach rauswerfen und jemand Neues reinsetzen, weil es tausende davon gibt. Genau, wird einem auch öfter mal an der Arbeit grundsätzlich gesagt, dass jeder ersetzbar ist. Deswegen, das ist einfach so, genau. Es ist auch schwierig, sich unersetzbar zu machen. Und Das Problem ist, das Gebiet, auf dem ich das meiste Wissen habe, wo ich mich am besten auskenne und auch das meiste Feedback habe, das bringt ohne einen gewissen Schein einfach nichts und der kostet mich 13.000 Euro. Mhm. Und vorher darf ich da gar nichts machen in die Richtung, das kann ich aber am besten. Okay. Könntest du akzeptieren, wenn ich dir jetzt sagen würde, dass du jemanden anrufen müsstest, der einen Verkäuferjob hat oder allgemein Verkäufer anstellt und du würdest dort anrufen und würdest sagen, ich komme zu dir, arbeite für dich kostenlos, egal was. Würdest du das akzeptieren? Ich würde das akzeptieren, aber wenn ich was machen sollte, wo ich wirklich gut drin bin, wäre es nicht Verkäufer sein. Dann was? Ich werde irgendwann Heilpraktiker werden, wenn ich es mir leisten kann. Mhm. Und ich habe sehr großes Wissen in diesem Gebiet. Mhm. Ich habe Leute schon von Multipler Sklerose geheilt und anderen Sachen. Also ich habe es drauf, aber es bringt mir nichts, weil wenn du keinen Schein hast, der sagt, du darfst das offiziell machen, dann darfst du nichts machen in diese Richtung. Sind dir die Hände gebunden und das ist halt scheiße. Aber okay. Da würde ich alles machen, da würde ich auch 2 Wochen lang umsonst arbeiten, sogar einen ganzen Monat. Okay, also heißt, die Möglichkeit, die du halt jetzt halt einfach hast, ist halt, wenn, also du müsstest den Schein machen und dann könntest du diese Beratung und alles machen, richtig? Genau, dann dürfte ich das offiziell ausüben. Okay, aber gehen wir mal nochmal zurück zu dieser Situation. So. Also heißt, es geht ja hauptsächlich darum, dass du 90 Euro am Ende des Monats hast. Du musst Geld für deine Mutter aufbringen, um die Miete zu bezahlen. Du könntest deine Dinge, dein Hab verkaufen, um 3 Monate Vorsprung zu bekommen. Du könntest Arbeit jeglicher Form machen. Du könntest Mehrwert bieten in Form von Arbeit for free, sodass du damit einen gescheiten Job bekommst. Also wenn es wirklich so schlimm ist, dass keiner dich sucht, dass keiner sagt, ich bezahle dich für das, was du machst, dann for free, no joke. Und dann ist halt die nächste Sache, das zu akzeptieren, das, was du gerade gesagt hast, du akzeptierst es zu verkaufen, du hast dich davon getrennt, du akzeptierst es für egal wo zu arbeiten oder vielleicht sogar for free zu arbeiten in dem Bereich, um dort wieder reinzukommen. Und jetzt halt viertens die Frage, die Lösung. Und die Lösung ist, meiner Meinung nach, das, was du gesagt hast, erstmal mehr über Investment lernen, weil du anscheinend viel Geld im Investmentbereich verloren hast. Zweitens, dir einen Job, also wenn du schon den Job brauchst und niemand sagt dir jetzt bei Covera, nur weil du jetzt ein bisschen Geld verdienst oder einen Monat dabei bist, dass du deinen Job kündigen musst, das solltest du niemals machen. Du solltest immer einen Job haben, um deine Rechnungen zu bezahlen und alles andere sollte für dein Vermögen da sein. Du solltest dir einen Job suchen,
wo du dich spezialisieren kannst, genauso wie du es gerade gesagt hast, als Heilpraktiker oder was auch immer. Wenn das, mach das, was du wirklich kannst. Jetzt ist so, du bist eh am Arsch. Egal, was du jetzt anfängst, du musst eh von vorne anfangen. Also würde ich das machen, was du richtig, richtig gut kannst und dann nach der Law of Compensation darauf schauen, dass ich unersetzbar bin. Immer. Ich würde immer darauf schauen, dass ich unersetzbar bin, egal, was ich im Leben mache. Also heißt, wenn du einen Job machst, dann hol dir diese Qualifizierung, dass man dich nicht ersetzen kann. Und das Nächste ist, und das machst du schon, und da bin ich mega, mega stolz auf dich, und zwar, du hast schon eine Möglichkeit oder du bist aktuell schon hier bei uns und du gibst dir den Content, du gibst dir den Mehrwert, du lernst traden, du machst Network-Marketing, weil in Zukunft, egal welchen Job du hast, du wirst immer wieder das gleiche Problem haben wie mit Corona und dann brauchst du immer ein passives Einkommen. Beziehungsweise du brauchst mehr Skills, die dir Geld machen, beziehungsweise mehr Einkommensquellen. Und wenn du Investment lernst, wenn du Trading lernst, wenn du Network Marketing lernst, wenn du durch Network Marketing sogar ein bisschen Geld dazu verdienst, was du dir auf die Seite packen kannst, womit du dir mal was gönnen kannst, die Rücklagen aufbauen kannst, mehrere Einkommensarten hast, dann hättest du das Problem in 20 Jahren, wenn die nächste Corona-Krise oder die Borona-Krise oder die Zerona-Krise oder keine Ahnung, wie die dann heißen wird, dann hast du das Problem nicht mehr. Die kommt im November. Einfach nur als unabhängige Informationen. Ja. Egal was, es wird eh immer irgendwas kommen. Und es ist auch egal, woher es kommt und wer es gemacht hat, ob es echt ist oder nicht. Es ist einfach so, dass Menschen, die einen Job haben, immer wieder gefickt werden. Sorry, ja, dass ich das sage, aber es ist einfach so. Und jetzt kann man nicht sagen, hey, ich will keinen Job mehr, sondern da muss man sich halt einfach Möglichkeiten suchen, wie man fulltime an seinem Job arbeitet, an den Rechnungen arbeitet und parttime an seinem Vermögen arbeitet. Weil hättest du ein Vermögen zum Beispiel, und hättest du ein bisschen mehr Ahnung über Investment gehabt, natürlich bringt das nicht über hätte, aber trotzdem zurückzuschauen, um aus der Zukunft zu lernen, dann hättest du jetzt eine viel, viel bessere Ausgangssituation. Das ist vollkommen richtig. Und jetzt im Grunde genommen, wenn du diesen Plan hast, dann vielleicht noch nicht jetzt, aber du wirst dich in den nächsten Tagen besser fühlen, weil du nicht mehr dieses ganze, dieses Kreisen im Kopf hast mit und dass du paralysiert bist, sondern es ist jetzt einfach der Plan. Und das muss halt gemacht werden. Mehr kannst du nicht machen. Ja, das ist schon richtig. Und nebenher baller ich mir halt die ganzen Videos da von Covera TV und hast nicht gesehen rein. Ich will das halt lernen. Ich bin durch den Frederik darauf aufmerksam geworden. Mhm. Und der hat mir das eigentlich relativ spannend erklärt und hat auch selber gesagt, dass er damals echt auch fast gar nichts hatte. Mhm. Und auf dem gar nichts, also wenn ich dahin komme, wäre schon super, wo er jetzt gerade ist. Und ja, dafür ist viel Arbeit nötig. Vielleicht Design geht auch. Mhm. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass ich es vielleicht irgendwie nicht so gut verstehe. Ich hatte vorher noch nie richtig was mit Traden zu tun, außer mit einem Autotrader. Und der, den stellt man einmal ein und dann war es das. Also sprich, ich habe nichts damit zu tun gehabt. Ja. Grundsätzlich musst du dir vorstellen, bei mir war es nichts anderes. Jeder hatte Angst, als ihr gestartet ist. No joke, schreib mal in den Chat, wenn du Angst hattest, als du gestartet bist. Und ich glaube mir, 90% werden ja sein, weil genauso hatte ich auch Angst. Jeder hatte Angst. Jeder wusste nicht, was ihn erwartet. Jeder dachte, oh fuck, hoffentlich verstehe ich das. Hoffentlich kann ich das. Aber das ist halt einfach das. Jeder denkt das. Aber du musst dich halt einfach ein bisschen damit beschäftigen, weil das Ding ist ja, es ist keine Kunst. Hier sind Leute, guck mal, da draußen sind Menschen, die machen 3 Jahre eine Ausbildung und verdienen danach 2.000 Euro ausgelernt. Dann kommt eine Corona-Krise, dann sind die am Arsch. Und dann gibt es wiederum Leute, die sind 2 Jahre dabei oder 2,5 Jahre dabei oder 1,5 Jahre dabei und verdienen mehr als ihre Eltern und sind 18. Es sieht immer nur so aus. Das heißt nicht, dass es eine Garantie ist, aber darauf will ich eingehen, weil die meisten Menschen haben einen Job, werden gekündigt und suchen sich wieder einen Job und denken, alles ist gut, bis das nächste Problem kommt. Und das ist halt genau das, was ich da die Menschen drehe. Es ist halt immer das Gleiche mit ihrem Bewusstsein, mit ihren Angewohnheiten, mit ihren Problemen im Leben, mit allem. Die drehen sich einfach die ganze Zeit im Kreis, die ganze Zeit. Aber die kommen niemals auf die Idee, so einen Plan zu erstellen und sich wirklich mal die Frage zu stellen, scheiße, was ist wirklich das Problem? Und das Problem ist, dass du auf einen Job vertraust. Das größte Problem, was du hast, ist, dass die Miete anfällt für deine Mutter und du keinen Bock hast, dass sie rausfliegt. Du hast Dinge zu verkaufen. Du musst akzeptieren, dass du sie verkaufen musst, dass du sie wahrscheinlich verkaufen werden musst, dass du Arbeit for free machst, beziehungsweise den Dreck ist die Arbeit, die es da draußen gibt. Und die Lösung langfristig ist, dich im Investmentbereich mit einem Job, der dich tiefer qualifiziert und du auch guckst, dass du deine Wurzeln einfach tiefer einschlägst in deinem Bereich, den du machst, indem du einfach zu der Zeit, wo es funktioniert, noch härter arbeitest, deinen Namen noch größer machst, noch härter dominierst. Und durch Covera dir ein passives Skillset aufbaust, womit du passives Einkommen verdienst, beziehungsweise Traden erlernst und zusätzlich Geld, was du durch deine Qualifizierung, die ja nachher steigt, das Geld auf die Seite nimmst und investierst. Der smarteste Plan. Jetzt liegt es nur an dir. Das ist richtig. Ja. Ich hoffe, ich kann euch in den nächsten Wochen irgendwas Positives berichten.
Auf jeden Fall erstmal, wie gesagt, mega krass, dass du da so ehrlich bist und das ist krass. Du bist auf jeden Fall ein Ultra-Ehrenmann, wie ich dazu sagen würde, wenn du wirklich so auf deine Mom schaust und wie gesagt, ja, wenn du... Die war alleinerziehend, die hat mich großgezogen, seitdem ich anderthalb war und so. Und dann würde ich das jetzt einfach super egoistisch finden. Die hat auf alles in ihrem Leben verzichtet, nur um mich durchzubringen. Dann würde ich das jetzt einfach scheiße finden, wenn ich sie irgendwo abstellen würde in irgendeinem Heim oder so und dann einfach mein Leben leben würde. Das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Dafür bin ich zu, keine Ahnung, zu empathisch. Ich kann es nicht genau sagen. Aber ich finde, das ist meine, ich fühle mich auch nicht mal negativ dazu verpflichtet, sondern für mich ist das einfach eine Selbstverständlichkeit. Merkt es auch. Das hört man an dem, wie du sprichst, an deiner Gelassenheit in allem. Und das, und alles auch geil. Aber wie gesagt, es ist halt einfach, ich würde mir da keine Sorgen machen, weil du hast einen Masterplan, du hast mehrere Auswege, du hast akzeptiert, dass es so sein kann. Weißt jetzt, selbst wenn du das weiterspielst, wenn du wirklich weiterspielst und dir überlegst, was passiert, wenn wir rausfliegen, lässt man euch dann wirklich auf der Straße? Oder gibt es dann andere Möglichkeiten? Natürlich keine schöne Möglichkeit, aber es gibt andere Möglichkeiten. Guck mal, das Ding ist, in Deutschland könntest du im Bett liegen bleiben und einfach sagen, ich habe keinen Bock mehr und du würdest überleben. Das ist richtig. Aber das will ich nicht. Natürlich willst du das nicht. Aber egal, wenn das Schlimmste war, guck mal, was ist das Allerschlimmste, was einem Menschen passieren kann? Es gibt genau zwei Ängste, wenn wir geboren werden als Menschen. Zwei Ängste. Sterben. Mhm. Unheilbar krank werden. Sterben und die Angst vor lauten Geräuschen. Echt? Ja, das sind die einzigen zwei Ängste, mit denen ein Mensch geboren wird. Das sind die einzigen zwei Ängste, mit denen ein Mensch geboren wird. Also heißt, wenn du die Angst vor dem Sterben, die jeder Mensch von uns hat und jeder von uns kommt nicht lebend hier raus und die Angst vor Geräuschen hast, dann ist alles andere, was dazugekommen ist, ein Gerüst und ein Konstrukt der Gesellschaft. Das ist richtig. Ängste sind sowieso vollkommen überbewertet. Furcht ist berechtigt, Angst nicht. Aber warum funktioniert Angst und warum wird die komplette Gesellschaft in Angst aufgebaut? Weil Angst verkauft. Weil durch Angst kein Geld fließen wird, weil Angst manipuliert wird. Durch Angst kannst du einfach die Massen manipulieren. Durch Angst bringst du Leute dazu, Sachen zu tun, die sonst mit einem klaren Verstand und ohne diese Angst niemals akzeptieren würden. Siehe Corona. Genau, und das ist genau meine gleiche Meinung. Ich kenne, und ich will jetzt nichts anfangen, es ist meine Meinung, und falls jemand Corona hat, oder jemand kennt, der Corona hat, dann mein herzliches Beileid, aber ich kenne keinen, der Corona hat. Keinen. Noch nie gehört. Ich kenne niemanden, der jemanden kennt. Das ist sowieso Schwachsinn. Der Ex-Mann von meiner Mutter ist gestorben und der hatte Leukämie und auf dem Totenstein stand halt Corona drauf, was halt echt super weit von all dem entfernt war. Aber die schreiben es halt drauf, die Ärzte kriegen Geld für jede Person, die mit als Corona-Toter diagnostiziert wird, beziehungsweise deklariert wird. Und ja, so läuft das. Sonst würde man ja auch nie auf so hohe Zahlen kommen. Man muss auch alleine mal gucken, Entschuldigung, nur noch diese eine Sache. Es gab früher immer ganz viele Grippetote, jetzt gibt es gar keine Grippetoten mehr, aber dafür ganz viele Corona-Tote. Ja. Super lächerlich. Also, das ist halt einfach das. Und ihr müsst einfach verstehen, und das ist so das Letzte, was ich sagen will, und das habe ich für mich definiert in der Zeit, weil für mich das natürlich auch neu war. Es war das erste Mal und ich habe zwei Dinge in der Corona-Zeit gelernt. Die erste Sache ist Wealth Transfer. Bedeutet, in solchen Situationen kann man unglaublich viel Geld machen und da werden wirklich Menschen verdammt reich, wenn du es richtig smart machst. Und zweitens, wenn all das funktioniert, was normale Menschen wenn all das, was nicht Normales funktioniert, wie erkläre ich euch das jetzt am besten? Meine Gedanken sind manchmal echt ein bisschen behindert. Also ich habe für mich genau so definiert, dass wenn Dinge, die alle normale Menschen als für nicht normal halten, funktionieren, dann ist es das Richtige. Weil ihr seht jetzt zum Beispiel im Network Marketing, dass all das, was die normalen Menschen da draußen für verspotten, wo sie sagen, ey, das ist Bullshit und keine Ahnung was, dass das jetzt funktioniert. Ziemlich krass, oder? Also all das, was alle Menschen denken, was nicht funktioniert, was nicht normal ist, funktioniert in so einer Zeit und all das, was normal ist, funktioniert nicht. Und das ist die geilste Bestätigung. Genau darum geht es im Network Marketing. Da genau darum geht es. Und ja, Mann, das war es im Grunde genommen von meiner Seite. Matthew, vielen, vielen Dank für deine für deine Ehrlichkeit und von meiner Seite auch nochmal herzlich willkommen im Team und ich hoffe, du bleibst dran
und wirst auf jeden Fall erfolgreich und musst nie wieder in so eine Situation. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören, dass ihr das Ganze auch mitgemacht habt. Ich habe das Gefühl, so ein bisschen eure Zeit gestohlen zu haben, aber nein, wirklich. Das war ein sehr, sehr geiles Beispiel. Gut. Okay, dann vielen, vielen Dank, Leute. Ganz kurz, ist es okay, wenn ich das hochlade? Für mich, ja, auf jeden Fall. Okay, alles klar, perfekt. Sehr, sehr geil. Easy, Leute. In dem Sinne, Matthew, ich wünsche dir und deiner Mom alles, 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 alles Gute. Wenn du irgendwie Hilfe brauchst, schreib mir einfach und dem kompletten Team einen geilen restlichen Montag. Und let's go. Alles klar, bis dann. Ich wünsche euch was. Ciao. Danke.